Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge House of Ashes. Das Ganze spiele ich natürlich nicht alleine, sondern mit unserem ehrenwertenvollen Ehrengast, dem Steve. Hey Steve! Hallöchen hier da draußen. Ja, und wir würden auch gar nicht lange schnacken, sondern beginnen direkt mit dem Game. Schweig! Deine Worte bedeuten hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Baratu, vergebt mir, Herr. Der König verlangt eure Anwesenheit. Die Götter sind gnädig. Vorerst. Ich kümmere mich später um ihn. Schafft ihn weg. Du hast Glück, Gefährt. Glück? Nein. Kein Glück für diese Hunde. General, wir sollten hier weg. Der König, sein Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Der Tempel ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort, als dort draußen der Pest anheimzufallen. Wir haben unsere Befehle. Der Mondgott schickt dich, um mein Reich zu zerstören. Ich weiß es, Mädchen. Ich sehe alles. Sieh dich nur um. Wiegt diese Halle denn nicht alle meine Sünden auf? Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Die Gotea kommen, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das sind hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen. Zeit haben wir nicht mehr. Sei es drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sagt mir, General. Erinnert sie euch an jemanden? Mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter? Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18? Diese Pest ist eine solche Tragödie. Tötet sie. Wie? Was? Wie? Ja, wollen wir sie töten oder wollen wir sie entkommen lassen? Du entscheidest. Komm, wir lassen sie leben. Echt? Mein König. Klar. Sollten wir sie nicht lieber abgeben lassen? Wieder Worte. Sie ist ein feindlicher Späher. Wir erfahren mehr über ihre Pläne. Nein. Jeder Tropfen Blut ist ein Schritt zur Erlösung. Sie muss sterben. Okay. Uah.
Ja, wo soll ich denn hin? Achso, ich soll hier hin und dann. Nein! Eieieiei. Das ist aber ganz schön heftig. Also. Blutig wie eine Rinne in die Scheide. Macht man nicht. Oh, so auch. Expliziter Content hier. Na, da muss man aber auch gut werfen können, irgendwie. Um seinen König das Ding so vor die Füße zu legen und ihn nicht an den Schädel zu hauen. Na, da hat er meine Entscheidung richtig viel gebracht. Ja, die Missgunst unseres Königs wahrscheinlich jetzt noch dazu. Das glaube ich nicht, oder? Ja, vielleicht schon. Geht auch direkt wieder los, ne? Also, sehr explizit diesmal irgendwie, ne? Wer soll das jetzt sein? Soll das die Sumera sein? Oder welche Pöchchen ist da jetzt dargestellt? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, weil da stand irgendwas nur mit Akkar. Aber das Land sagt mir nichts. Oder die Region. Schädel auch mal Hals oder was? Eine Kette aus Affenschädeln? Das gibt mir Stärke. Oh ne. Okay, alle tot. Lebt denn der König noch? Nee, der König ist auch nicht mehr so fit. Oh, oder? Nö, der sieht auch nicht mehr so gesund aus. Genau, dieser kleine Speer. Yeah.
Was lauert dort? Was hat die Akada getan, um so gestraft zu werden? Wir wurden verflucht. Unser König hat uns verflucht. Wir dachten, ihr wärt der Fluch. Das war falsch. Er stürmte den Tempel in Nippur. Er baut diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Und nun ist auch er verstummt. Auch nach dem Tod meiner Tochter sah ich es nicht. Ich folgte einem Narren zum Abgrund. Sein Ruin ist nicht unserer. Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Da ist ein Weg durch die Katakomben. Dir soll ich vertrauen? Du hast keine Wahl. Du wolltest gerade sagen, Akana, so. Warte! Was willst du sonst machen? Tun sie sich aber jetzt auch nicht, wa? Irgendwie. Also. Ach, naja, machen wir mal hier ein bisschen Huli-Huli. Und jetzt ganz gemütlich runter. Okay. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Hilf mir damit. Oh, hilf mir damit. Also, die Synchro ist wieder mega geil. Hilf mir damit. Ich hab auch schon wieder Johns Stimme erkannt. Echt? Ja. Von der Wache, die gesprochen ist. Ja, mal gucken, ob auch wieder so eine schöne Dings hier kommt. Tornia. Durch das Grab geht es raus. Bitte nicht. Fliegen. Ja. Für die Erbauer, die fertig sind. Komm. Ein Viech, was da... Oh Gott, jetzt geht's wieder los. Ja, ja, Herzschlag wieder drin. Achso, gleich nochmal. Ach, Mann. Muss auch gar nicht Y drücken bis jetzt, immer nur A. Oh, immer noch kein Y, okay. So, und jetzt kommt da bestimmt so ein kleiner... Ja, ich muss... Nur eine Ratte. Naja, eine Ratte wird das jetzt da unten aber auch nicht alles irgendwie angerichtet haben. So viele Tote. Nee. Für nichts. Sie sind gestorben. Ach. Für einen Irren. Jetzt kommt die große Erkenntnis, ja, du. Scarabeus. Oder ein fetter Pilgendrehkäfer kann auch sein. Finde den Helmausgang, du suchst die Katakomben. Na gut, dann gucken wir doch mal. Ja, benutze links und rechts, um die Kamera zu bewegen. Wunderbar, wunderbar. Guck mal hier, was ist denn hier? Unsere eigenen Handlungen verdammen uns. Warum hat er den Tempel geplündert? Es sind doch immer die gleichen Gründe. Hm. Für Gold, für Ruhm. Aus Gier. Das ist meistens. Ne? Ja, die Grafik sieht aber wieder sensationell aus, muss man mal ganz klar sagen. Sehr, sehr, sehr gut. Oh, glänzt noch irgendwas? Ja, deswegen dachte ich mir nämlich, gucken wir uns das erstmal hier an. Wir finden jetzt Steintafeln. Okay. Okay. Ugh. War das jetzt der andere gerade? Meinst du unseren Kompagnon, den wir jetzt hier mit dabei haben? Genau. Der, was? Nicht Bote, sondern, wie hat er ihn genannt? Weiß ich nicht. Aber der sah doch in der Rückblende, sah der doch ein bisschen, ich sag jetzt mal, schmächtiger aus am Rücken. Also, ich... Also war auf jeden Fall nicht der General. Nee. Ah gut, dann gehen wir jetzt mal hier, weil da waren wir schon. Dann gehen wir jetzt mal die Tür öffnen. Hier. Spielt denn das jetzt alles eigentlich?
Hilf mir. In der damaligen Zeit, oder? Nee, ich glaube, dass, wir haben ja auch noch keine Einweisung vom Kurator bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass wir ja auch sowas wieder bekommen, dass es so eine Art Tutorial-Vorgeschichte ist. Okay. Wie wir es auch schon im ersten Teil hatten mit den Soldaten. Und auch im zweiten mit der Family. Du zuerst. Wir sind hier sicher. Du zuerst. Das finde ich immer so geil, wenn die Kamera so aufbrennt. Was ist das für ein Anhänger? Die Geschichte von Gutium. Ihr Akkada habt hart gekämpft, um ein Volk auszulöschen. Aber ihr solltet wissen, unsere Geschichte beginnt erst. Wie kommen wir hier lebend raus? Ja, respektvoll. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. So sieht's aus. Wir helfen einander. Es gibt immer Hoffnung. Es geht ja doch vor. Was wäre... Was ist eigentlich, wenn hier jetzt irgendwo Fallen wären? Wie viele Wege führen in das Grab? Ja, Fallen, so wie, Wir sind hier nicht allein. Er läuft hier einfach so schnurstracks geradeaus. Also, könnte ja auch irgendwo so ein... Indiana Jones Falle sein oder sowas. So eine Sperrfalle oder irgend so was. Ja, ja, genau. Da braucht man nicht offen. Aber Verpissung. Aber ganz schnell. Was ist denn das? So eine Todeskralle aus Fallout. Ach du Scheiße. Achso. Verstehe. Oh oh. Jetzt wird's dunkel. Es kommt. Ich weiß. Ja, dann mach doch auf! Akkada! Es gibt kein Entkommen. Ja, uns bleibt nur eins. Gemeinsam kämpfen. Nein! Okay. Wenn wir beide fliehen, sterben wir beide. Halt dich bereit! Ja, wir kämpfen. Wir gehen gemeinsam unter. Oder gewinnen gemeinsam. Eins von beiden. Guck hier, siehst du. Okay, war nicht so gut. Okay, war auch nicht so gut. Okay. Jetzt fängt er an mit dem Boxkampf oder was? Oh, defeated. Nice, Benny. Aber der eine, der liegt nicht so gut da. Oh oh. Oh. Nee, komm, wir müssen ihn mitnehmen. Komm. Kannst du ihn jetzt nicht reinlassen. Was ist das? Klicker? Ja, das ist nicht gut fürs Karma. Tja. Okay.
schweben am Rande des Abgrunds. Ihr Überleben hängt von ihren Entscheidungen ab. Ihre Entscheidungen führen sie wie ein Kompass durchs Unbekannte. Finden sie den Weg zur Erlösung? Oder verlieren sie sich im Dunkeln auf ewig? Ich möchte offen sein. Sie werden äußerst schwere Entscheidungen treffen. Diese werden das Leben anderer beeinflussen. Was diese Entscheidungen bringen, wird sich zeigen. Mit der Zeit. Schön, Sie wiederzusehen. Sie sind bestimmt schon ungeduldig. Also gut, wir wollen beginnen. Wie Sie bereits wissen, bin ich der Kurator, der Bewahrer der Geschichte. Meine Aufgabe ist es, alles aufzuzeichnen, was Sie tun. Jede Entscheidung und jeden Fehler, den Sie machen. Das ist meine Bibliothek. Sie steckt voller unerzählter Geschichten. Geschichten über Freunde und Feinde, Treue und Verrat, Leben und Tod. Ich bin nicht hier, um ihnen zu helfen. Obwohl ich die Regeln ab und an schon etwas beuge. Es ist außerordentlich mutig, sich allein ins Unbekannte zu wagen. Oder sehr töricht. Doch vielleicht steckt mehr in ihnen als gedacht. Ich möchte Ihnen einen Rat geben. In der Geschichte begegnen Ihnen diverse Bilder. Bilder, die einen möglichen Ausgang andeuten. Ich schlage vor, Sie schauen genau hin, denn Sie könnten auf eine unglückselige Zukunft hindeuten. Doch leider bleibt uns keine Zeit mehr. Wenn wir uns wiedersehen, erfahren wir, wie Sie sich schlagen. Oder scheitern.